möchte es wieder gut machen. Ich habe dir da eins von 50 Friends and Family Shirts angepackt. Okay. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Schaffen. Ich grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, ich sitze heute nicht auf meinem Stuhl, denn wir sind heute so ein bisschen im Vlogging-Style unterwegs. Übrigens, für all jene, die Vlogs von mir feiern, die können in der Infobox nachsehen. Ich habe einen eigenen Vlogging-Kanal, 3 bis 4 Vlogs, je nachdem, wie schnell wir es am Markus, gell? Mhm. Ja. Gehen dort online, also schaut auf alle Fälle rein. Heute ein besonderes Video. Wir sind in meinem Auto unterwegs. Wir machen uns auch gleich auf den Weg, weil wir müssen Gas geben. Wir sind schon ziemlich im Stress und werden heute Pakete persönlich ausliefern. Ich freue mich schon immens drauf, denn wir liefern keine ganz normalen Bestellungen ab, sondern wir liefern Friends and Family T-Shirts aus. Wir machen uns jetzt gleich mal am Weg in die Parkgarage zum Auto und dann erkläre ich euch unterwegs, wer da was bekommt und warum er was bekommt. So, ihr seid ready. Die Gang ist am Start. Schaut extrem motiviert aus. Das ist übrigens die Dame, die schuld ist, dass ich jetzt lackierte Fingernägel habe. Das heißt, die Schuld ist ganz im Ernst. Ich möchte mal gleich an alle da draußen anmerken, das ist Kunst, was ich da gemacht habe. Du sollst mit Nagellack auf so einer kleinen Stelle malen. Das ist doch so unmöglich und ich habe das Logo zusammen. Den hate bitte dann. Ein bisschen Credit. Ihr könnt es gerne zu mir kommen, haten. Gar so ist Salami auf Instagram einfach. Machen wir den Weg, wir sind im Stress. So, 4 Pakete haben wir. 4 Pakete liefern wir auch. Haben wir wieder einen Strafzettel? Wie kann man einen Strafzettel in der Parkgarage? Den hast du von gestern vergessen, schätze ich. 4 Pakete liefern wir aus, 4 Friends and Family T-Shirts. Jetzt im Rahmen von Wien, die Leute sind halbwegs bei mir in der Nähe und wir machen uns jetzt gemeinsam auf den Weg zu dir. So, wir sind jetzt schon unterwegs zur ersten Adresse. Problem ist nur, er weiß natürlich nicht, dass wir kommen und ihm das persönlich bringen. Er weiß ja nicht einmal, dass er ein Paket bekommt. Jetzt kommt natürlich die Frage, wer kriegt ein Friends and Family T-Shirt? Warum kriegen die das? Niemand konnte ein Friends and Family T-Shirt kaufen, sondern wir hatten von der letzten Kollektion auf die aktuelle Kollektion sehr viele Supportprobleme. Sehr viele Leute, die ja nicht ganz zufrieden waren, weil da viele Fehler passiert sind, junge Marke und auch beim Wechsel zu einem anderen Partner gab es da sehr viele Probleme. Und weil ich einfach möchte, dass jeder Kunde zufrieden ist, habe ich mich einfach so gefühlt, als müsste ich was wieder gut machen. Habe extra Friends and Family T-Shirts ins Leben gerufen und nur 50 an der Zahl. Wir haben geschaffen. Wir haben hier eine Liste. Ich habe hier ein paar Adressen herausgesucht, die bei mir in der Nähe sind. Wir werden dorthin fahren und hoffen, dass die zu Hause sind. Also ich bin schon mega gespannt. Die wissen nichts von ihrem Glück. Die wissen nicht mal, dass die überhaupt irgendwas bekommen. Also auf die Reaktion bin ich sehr gespannt und auch ob überhaupt wer aufmacht. Das wird das Spannende an der Sache. Okay, der erste ist wer? Hier, die Alexandra kriegt das erste Paket. Kriegt ein L. Das müsste jetzt gleich da vorne irgendwo sein. Ah, ich sehe gerade, Alexandra ist nur der Name, der dort wohnt. Ich glaube, das ist der Gregor. Steht zumindest auf der Mailadresse. Wir wissen ja nicht einmal, auf wen wir treffen. Das ist so das Ding. So, Schutzmaske haben wir natürlich, halten alle Richtlinien ein. Zettel brauchen wir nicht mehr. Und jetzt let's go. Schauen wir, was da ist. Schau's da an. Ihr müsst der Kamera eh nicht ausweichen. Ihr habt MEM an, das kommt eh immer gut. Ich war niemals Maler, doch ich tapeziere Gold. Bester Trade. War es immer richtig, oder? Yes. Leute, mal an. Boah, ich bin gespannt. Hallo, ist da die Alexandra? Ist ihr Sohn zu Hause, der Gregor? Da ist Maximilian, er hat bei mir bei MEM bestellt und ich bring's persönlich vorbei. Erster Stock. Okay, perfekt, danke. Okay, schau mal rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Sie sagt, er ist nicht zu Hause. Ich mach's gerade. Hallo, bis Gott. Der Gregor ist nicht zu Hause. Der ist unterwegs, oder? Kommt der noch mal? Ja, der kommt um 8. Um 8 kommt er. So hat er gesagt, ja. Okay, dann vielleicht schauen wir später noch mal vorbei. Perfekt, super. MEM, genau. MEM, okay. Dankeschön. Okay, dann später nochmal. So, ja, das war ja nicht so von Erfolg gekrönt. War nicht zu Hause. Wir fahren jetzt mal zum nächsten und kommen später nochmal zu ihm. Jetzt geht's aber ab in den nächsten Bezirk. Schauen wir, ob der zu Hause ist. Was war jetzt? Bremse. Ich stell dir vor, ich gehe da rein und sage, oh, schau, den Friends and Family T-Shirt, Überraschung. Der so, ich will kein Shirt von so einem grindigen Nagellack wie dir. Das kann nicht passieren. Wer weiß, Alter, er fickt mich komplett in meinem Video. Ja, passt. Wir sind jetzt an der zweiten Adresse, ein Haus. Schauen wir mal, ob er diesmal zu Hause ist. Ich hoffe schon, was brauchen wir da? Größe L auf. Let's go. Sag, kurze Frage. Bist du der Stanislaus? Ja. Ja? Du hast Probleme mit dem MEM-Support gehabt, oder? Ja. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich habe dir was mitgenommen. Ich hoffe, wir können es damit wieder wettmachen. Ja. Vielleicht schaust du einfach mal rein, was da drin ist. Was hast du für eine Vermutung? Ein T-Shirt von der Knoll. Ja, ist richtig. Du kriegst eins. Ich mach das auf einfach. Einfach auf der Seite. Das war aber jetzt ein perfektes Timing. Mhm. Ja, ich bin gerade auf dem Tennis bist du gerade gekommen. Ja, wir haben da was Besonderes eingepackt. Das ist für 50 Leute, die wie du Probleme mit dem Support hatten. Und wir hoffen halt, dass wir mit dem Entschuldigung sagen können. Danke. Bitte sehr gerne. Ich hoffe, es passt. L ist eh auf deine Größe, gell? Soll ich da das abnehmen dabei? Jetzt erkenne ich die Stimme. Also sie schauen auch meine Videos, oder wie? Weil sie ist das limitierte Friends and Family T-Shirt.
Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, damit können wir das wieder ein bisschen wetten. Auf jeden Fall. Ich hoffe, du hast eine Freude damit. Gell? Schön, dass wir dich als M&M-Kunden haben. Gell? Gleich bei der nächsten Kollektion. Dankeschön für die Zeit. Gell? Mach das gut. Tschüss. Der war jetzt ein bisschen sehr überrascht, oder? Was war das für ein Timing? In dem Moment, wo er dich angeschaut hat, habe ich mir gedacht, das ist der Junge. Er hat es gleich, ich habe mir auch gleich gedacht, das muss er sein. Was für eine Überraschung. Ich glaube, der war jetzt ein bisschen überfordert. Ja, muss. Aber ich glaube, er hat sich gefreut, oder? Ja. Ja, sagt sie auch, okay. Passt. Gut, dann geht's jetzt weiter in den nächsten Bezirk, der ist eh gleich ums Eck. Schauen wir mal, ob wir diesmal wieder so ein Glück haben, weil das war jetzt wirklich eine Masen, Alter. So. 2 Kilometer entfernt, das ist chillig. Der Matteo ist das, okay. Dann here we go. Ah, und noch was. Wenn ich mal irgendwo in den Kommentaren anhören kann, dass ich da irgendwas von Justin nachgemacht habe, dann zucke ich aus. Ich habe das schon beim Merchandise damals persönlich ausgeliefert. Nur mal so kurz zur Info nebenbei. Ja? Wäre ich gleich ganz holti. Bitte schick mir ein Foto. Bitte. Ja, ich mach gleich. Oh danke, mein ja. Gott, danke dir. Thomas, du bist der Hammer. Danke, danke, danke. Oh mein Gott, wie arg ist das? Der Thomas ist eine Legende. Gestört, er ist wirklich eine Legende. Kleine Side-Story, wir haben einen Kunden, der hat über 1800 Euro bei der Kollektion bestellt und der hat extrem Stress gemacht. Er fliegt am Sonntag nach Bali und will vorher noch sein Paket haben. Jetzt habe ich mich gemeinsam mit meinem CFO darum gekümmert und dem Support-Team, dass wir irgendwas machen können, weil das er offensichtlich verkackt hat. Und jetzt wollte der persönlich von sein Paket abholen, der Kunde. Und mein CFO war aber schon dort. Und die haben gemeint, die Lieferanten, ja, das ist schon alles verpackt. Jetzt hat der Thomas die bestochen. Und jetzt sind 7 Leute dabei, den kompletten Lieferwagen, weil es war schon verpackt, schon verladen für Montag, den kompletten Lieferwagen wieder auszuräumen, um zu seinem Paket zu kommen. Also er kriegt jetzt sein Paket und Thomas, also mein CFO, bringt es jetzt nochmal extra in den ersten Bezirk zu ihm. Also wir schauen wirklich drauf. Wir geben alles, damit die Kunden zufrieden sind. Krank. Wie lustig ist das? Einfach mal bestellt. Die haben schon zu. Okay, das sollte ich eigentlich nicht so öffentlich sagen. Ja, egal, komm. Okay, wir sind angekommen. Ich glaube, das ist das Haus da drüben. Der wohnt auch ziemlich schön, gell? Genauso wie der andere. So, das ist ein zweiter. Ja, find mir eh gleich. Was hat der für eine Größe? L auch? Nein, das ist der falsche. M. Okay, let's go. Riecht's nach Kupplung? Das ist von mir auch. Warum? Das riecht frisch. Das ist, warum das Auto nach Kupplung stinken soll. Das hat gar keine Kupplung. Jetzt habe ich nicht geschaut, wie der heißt. Matthäus. Hast die Liste nicht mit? Wie heißt der jetzt? Ich habe die Liste eh eingesteckt. Wie heißt der? Matteo. Haben wir eh gesagt. Boah, hoffentlich ist er da. Wenn er nicht da ist, ist es zart. Ist der selbe Name oder nicht? Dr. Keller. Hat der einen Keller einfach einen Doktortitel? Wir haben keinen Keller, wir haben einen Dr. Keller, ja. Ganz intelligent. Dann muss ich immer zu Hause sein in dem Gruselhaus. Okay, lecker mio. Ich probiere jetzt alles durch. Also das finde ich aber arg, wer hängt sich vor das Haus in Uhr. Ich probiere es mal beim Dr. Keller. Du bist jetzt durch zum Läuten. Ich habe jetzt alle durchgeläutet, ja. Ich muss ein Paket ausliefern, ich meine. Gibt es nicht, ist da keiner daheim? Ja, du bist im Anläuten, eh, Chefin. Da ist noch mal, schau. Ah, chillig. Chefin im Anläuten, wie du es gesagt hast. Ja, wir haben es probiert, Sturm geläutet, da ist niemand zu Hause. Das heißt, Matteo, wenn du das siehst, du kriegst ein Friends and Family Shirt per Post. Okay, Freunde, wir sind da. Zweiter Versuch. Jetzt sollte der junge Mann schon zu Hause sein. Wir werden jetzt ein Paket übergeben und schauen, wie seine Reaktion ist. Let's go. Wenn irgendwer kommt, packst du hier. Mama sagt, du stirbst von Zigarette. Das L. So, let's go. Versuch Nummer 2. Jetzt bin ich gespannt. Hallo, Max ist da. Hallo. Servus. Willst du runterkommen oder sollen wir raufkommen? Okay, passt. Easy. Bis gleich. Servus. Grüß dich. Servus. Alles gut, können wir reingehen, weil es ein bisschen lauter. Perfekt. Servus, wie geht's? Alles Hallo. Gut? Ja, alles gut. Du warst mit unterwegs, gell? Ja, okay, wollen wir filmen? Ja, klar. Du hattest Probleme mit dem Sport. Ja, genau. Ich möchte es wieder gut machen. Ich habe dir da 1 von 50 Friends and Family Shirts angepackt. Oh, und danke. Ich hoffe, wir können das Ganze so ja, gut lösen. Perfekt. Und du hast da vorher noch nicht. Danke, ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für deinen Support und deine Unterstützung. Danke, danke. Also sehr, sehr nice. Freut mich auf jeden Fall, danke, dass du dabei bist. Bist du wahrscheinlich noch zufrieden mit Friends and Family? Ja, auf jeden Fall. War das der, mit dem es Probleme gab? Ja, schade. Okay, was war da? Also die Lieferung, es war dann irgendwie noch nicht versendet worden. Ja. Und dann war es irgendwie wieder in einem Paket. Okay, im Paketshop. Ja, im Paketshop und dann. Und lange sind wir her. Genau, ungefähr. Ja, das hast du jetzt am Start. Perfekt, ja, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ganz viel Spaß mit nochmal. Danke. Danke. Und schönen Abend. Danke. Mach's gut. Ebenfalls. So, perfekt. Letztes Paket ausgeliefert, Freunde. Eines haben wir noch für einen Ehrenmann.
Das machen wir aber privat, beziehungsweise das machen wir auf Instagram. Wenn euch das Video gefallen hat, liebe Leute, lasst unbedingt ein Like da. Ich verlinke noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns dann am Freitag hoffentlich wieder zum Pre-Drop, zum Retouren-Drop. Das heißt, für all jene, die nichts bekommen haben, haben da nochmal die Chance. Mir hat es irrsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch in diesem Sinne, Freunde, das war's von mir. Gang, gang, danke vielmals, dass du dabei warst, gell? Auch deine Unterstützung. Gang, gang. In diesem Sinne, Freunde, das war's von mir. Euer Maximilian. Danke. Sehr gerne, sehr gerne. Schönen Abend. Ciao.